ist mein vorübergehender neuer Lieblingsbecher. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe so einen zu Hause, weil bei Dr. Klein hatten wir die auch. Aber da stand dann Dr. Klein drauf? Nee, oder? Da stand tatsächlich auch Soko drauf. Und wir sind ja, also Dr. Klein und Soko sind ja sozusagen wie Geschwister gewesen. Und deshalb, ja, also um gleich direkt einzusteigen, ist es für mich so herrlich hier, weil ich eigentlich alle kenne. Alle, aus der Beleuchtung, vom Kostüm, die Maske. Ich kenne fast alle und es ist einfach total schön, weil ich mich gar nicht groß akklimatisieren musste. Ich sage herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Promi-Geflüster, Elisabeth von Koch. Und wir kennen sie, wie sie gerade schon erwähnt hat, aus Dr. Klein. Da hat sie die Caro gespielt, die Schwester von der Walli, beziehungsweise genau. Von der Frau Dr. Klein. Mhm. Leider nach, wie viele Staffeln waren es? Fünf Staffeln, leider wieder abgesetzt worden. Wobei, hat eigentlich ganz spannend wieder aufgehört, die letzte Staffel. Total. Und Walli muss für immer schwanger bleiben und keiner weiß von wem. Es ist krass. Vielleicht haben ja die Macher doch noch ein Einsehen und es geht irgendwie dann doch noch weiter zu, oder eine Auflösung dann. Ja, und wenn nicht, dann halt in den Köpfen der Fans. So ist es eben. So, und jetzt wieder hier zurück in Stuttgart, wie du sagst. Ja. Soko Stuttgart. Ja. Allerdings aber auch nur für 5 oder 6 Folgen als genau. Krankheitsvertretung. Was ist passiert? Genau. Ich bin für 5 Folgen eingesprungen, ganz kurzfristig. Der Produzent hat mich angerufen und gesagt, Lissi, du, deine Stunde hat geschlagen. Und ich so, mein Stündchen oder meine Stunde? Nein, deine Stunde. Weil ich immer schon gesagt habe, ich liebe die Soko und ich wäre bereit, wenn ihr mich mal braucht. Und dann hat er gesagt, jetzt bräuchten wir dich, wir bräuchten eine Vertretung. Und ich habe gesagt, ich komme. Sehr gut. Also das heißt, Martina Seifert, also gespielt ja von Astrid Empfinderich, sie hat den Fuß gebrochen, wie man das schon so in den Pressemitteilungen mitbekommen hat. Genau, und ich bin Katja Weidemann und komme aus Mannheim, weil wir uns kennen und sie hat mich angerufen und gesagt, kannst du mal kommen? Und ich habe gesagt, okay. Ja, und jetzt mache ich 5 Fälle mit den Kollegen und es macht mega Spaß. Sehr gut. Gibt es vielleicht Ambitionen, da jetzt drüber hinaus vielleicht an der Polizeiserie irgendwie weiterzumachen? Ja, voll klar. Ich liebe Krimi und ich liebe Serie. Ich bin geboren für Serie, weil ich mag einfach die Geborgenheit, wenn man die Leute kennt. Ich finde das super. Also ja, wollen wir mal schauen. Also auf Wikipedia habe ich jetzt mal nachgeschaut, so die ganze Rollen und so durch. Also es war jetzt, ja, kann man sagen, fast in jeder bekannten Serie durftest du mal so als Gastschauspielerin dabei sein. Ja. Also es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also was wären so große Rollen noch, die für dich noch in Frage kommen würden, wo du danach brennst, sage ich mal? Ja, ich möchte gerne mal eine Ärztin in der Serie spielen und dann so richtig lang. Okay, vielleicht mal wieder sowas wie die Schwarzwaldklinik, das wäre doch was, ne? Das wäre toll. Ja, leider, hier der große Produzent Rademann ist ja nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja ein paar Macher, die vielleicht kommen ja wieder auf die Idee, ne? Ja. Sowas zu machen in schönen Regionen wie der Schwarzwald seinerzeit. Ne? Und ich bin bereit und ich kann auch sehr gut medizinische Sachen sagen. Appendizitis oder was gibt es denn noch? Fällt mir ja natürlich gerade auf die Schnelle nichts ein, aber wie gesagt, ich kann alle medizinischen Begriffe, vorwärts und rückwärts. Sehr gut. Ne? Apoplex, was gibt's noch? Schlafapnoe, Demenz und das sind also die Krankheiten, die im Alter kommen. Ganz schlecht, ja, gibt's auch immer mehr bei jüngeren Menschen, das ist richtig krass. Da muss ich ja euren hier Karl Granskowski schwer bewundern. Er hat es ja hervorragend gemacht in seiner Rolle. Ich liebe ihn. Er ist so ein fantastischer Schauspieler und so ein toller Kollege. Richtiger Teamplayer. Also wirklich, der ist einer von den Dr. Klein-Kollegen, die mir am engsten ans Herz gewachsen sind. Und ich bin so froh, dass er hier ist. Die ersten Tage, wo ich so ein bisschen nervös war und wenn ich ihn gesehen hatte, dann war er für mich einfach der Anker. Wenn ich wusste, Karl ist in der Nähe, dann... Weil er passt auch auf mich auf, er sagt, geht's dir gut, ist alles okay und so, das ist schön. Ja, ich meine jetzt gerade Dr. Klein, gab es da keinen Platz dann mehr für dich als eine Ärztin oder so? Nee, ich kann ja schlecht als Caro auf einmal Ärztin werden, das hätte keiner geglaubt. Es ist eh schon, dass ich von der Caro zur Kommissarin gehen darf, ist schon gewagt, aber ich bin wahnsinnig froh, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wird. Prima. Wie geht's danach weiter jetzt, wenn Soko abgedreht ist für dich? Was stehen dann für Projekte an?
Ich habe eine Herzensangelegenheit, die gar nicht so viel mit Schauspielerei zu tun hat. Und zwar habe ich gerade angefangen, die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizarbeiterin, zur Sterbebegleitung. Und das andere, was mich interessieren würde, wäre Klinikclown. Das ist ja sehr ähnlich. Da hast du auch mit sehr kranken Menschen zu tun. Hast aber gleichzeitig kannst du deine Schauspielausbildung noch einbringen. Also das ist auch noch etwas, was ich mal anvisiere und wo ich mal den Kontakt aufnehmen werde. Auf jeden Fall möchte ich mich so oder so mit Kranken und Schwerstkranken beschäftigen und denen ein bisschen was von meiner guten Laune mitgeben. Prima, das kommt doch sehr gut an und ich denke mal, da kann man wirklich nie genug irgendwo helfen, also das gehört immer dazu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ich habe Zivildienst gemacht in meinen Jugendjahren sozusagen nach der Ausbildung und helfe jetzt da auch wieder ein bisschen im Fahrdienst mit sozusagen. Ah, schön. Mhm. Und es kommt wirklich sehr viel Dankbarkeit entgegen. Ja, genau. Es ist einfach, ich finde, wenn man die Gabe hat, sich in Menschen reinzufühlen und ihnen was zu geben, also ihnen eine Liebe zu geben, dann muss man, es ist auch eine Aufgabe, da muss man auch was damit machen. Genau, und da hat man wirklich mit allen zu tun, von Kindern, ja. Kindergarten bis ja. zu den Senioren, also es ist wirklich alles dabei. Mein kleiner Bruder studiert Medizin und der hat, das Abitur war, er musste ein bisschen überbrücken und ist ganz lange auch Sani gefahren. Und der hat zu mir gesagt, dass ihn am meisten an Kindern beeindruckt, dass die so ehrlich sind. Ein Kind sagt einfach, es tut weh und versucht es nicht zu überspielen oder zu unterdrücken, sondern Kinder sind so ganz gerade raus, hat er gesagt. Und das hat mich berührt. Was ich allerdings da jetzt ein bisschen wieder den Finger heben muss, was unsere Regierung wieder angeht, nach Abschaffung der Wehrpflicht, tut man sich extrem schwer, irgendwie auch Jugendliche wieder ranzukriegen, die da irgendwie mitmachen und ein freiwilliges soziales Jahr durchziehen. Ja. Ganz schlimm. Ja klar, die wollen lieber Work and Travel in Australien machen. Das kann ich auch niemand verübeln, ehrlich gesagt. Es ist halt so, nicht vielen ist dieses Interesse an sozialen Berufen gegeben. Und ehrlich gesagt, so einen will ich dann auch nicht haben, der sich um mich kümmert. Also... So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema, genau, aber es muss auch mal sein, dass man einfach ein bisschen was anderes erfährt und das finde ich ganz toll. Genau, dann wünsche ich dir hier am Set, sage ich jetzt mal bei Soko Stuttgart noch ganz, ganz viel Erfolg, ganz alles Gute und wie wird sie denn die Fälle lösen? Auch so bravourös wie die Martina? Nee, ich glaube nicht ganz so bravourös. Also die Martina ist und bleibt die Nummer eins. Und da können sich die Fans freuen, dass Martina auch wieder zurückkommt, aber dennoch auch eine tolle Vertretung. Darauf kann man sich auch freuen. Und wie gesagt, noch viele, viele tolle Serien und Filme mit dir. Danke. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Freunde. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.